Moin Leute, was geht ab und ein letzter Kommentar zu einem Video hier auf meinem Kanal. Eine Woche noch bis TOTS, eine Woche noch bis zur Pack to Glory und ja, ich habe mir noch mal ein neues Star-Team gebaut, nachdem ich ja Eusebio gezogen habe. Ich glaube, das war tatsächlich sogar das letzte Video, was wir auf meinem Hauptkanal hier gemacht haben. Ihr habt noch einmal WL gesehen mit meinem zweiten Account, mit dem Marcellus, kam auch sehr gut an. Ich habe mit dem Account natürlich auch WL gespielt, habe ich die Rewards auch nicht mehr hochgeladen. Die waren wirklich so schlecht und ihr habt jetzt schon 20.000 Mal dieselben Rewards gesehen. Tut mir leid, dass ich euch das nicht hochlade, aber das ist dann wahrscheinlich für die meisten noch nicht mehr ganz so interessant. Ich habe sehr, sehr viel trotzdem gestreamt und auch Draft gezockt und habe mir jetzt auch noch, wie gesagt, eine neue Squad gebaut. Zeige ich euch gleich sofort. Heute haben wir auch noch ganz kurz unsere Rivals-Belohnung, da können wir auch noch mal kurz reinschauen, ob da was drin ist. Und wie gesagt, ansonsten habe ich sehr viel Footdraft gespielt, weil es da halt Icon-Moments-Karten gibt. Ich habe alleine gestern 7 Footdrafts gewonnen. Viele Leute quitten dann halt auch, das hört sich jetzt an, als hätte ich 28 Spiele durchgespielt. Am Ende waren es wahrscheinlich nur 12 ganze Spiele oder so, wenn überhaupt. Und da habe ich versucht, einfach noch ein paar Coins zu machen, denn aktuell sind eigentlich alle Spieler relativ teuer durch die ganzen Player-Picks, durch so 83er sind teuer. Hab auch dann natürlich auch die ganzen Informs, aber hier, ne, seht ihr zum Beispiel, die ganzen 83er sind halt teilweise 2-3k und die ganzen Non-Rares, Rares, ja sowieso so 800, 850, teilweise sogar noch mehr. Das war auf jeden Fall richtig geil und da werde ich auch auf jeden Fall jetzt erstmal heute auch noch zum Beispiel weitermachen. Denn so mache ich echt ordentlich Coins. Ansonsten habe ich natürlich meinen Eusebio verkauft. Ich habe mir am Wochenende Hullet Moments geholt. Habe den allerdings mittlerweile schon wieder verkauft. Und habe mir anstatt Hullet Moments George Best, Zidane und Vieira gekauft. Denn das ist ungefähr derselbe Preis. Wir können ja mal ganz kurz checken, auf welchem Preis Hullet gerade ist. Ja, ihr seht, der ist sogar gestiegen tatsächlich. Ich habe den für 5,9 verkauft, für 5,8 Gold. Der ist jetzt bei 6 Millionen. Ich habe Best für 1,1 geholt, Zidane für 3 Millionen und Vieira, bevor die SBC rauskam, für 1,8. Da habe ich ein bisschen verloren. Dafür aber, ich glaube, zum Beispiel mit so Karten wie Zidane, ihr seht, der ist auch wieder hochgegangen auf 3,3. Da gab es ein Leak, dass der als SBC kommen soll. Dann habe ich den trotzdem eingekauft, weil der halt dadurch sehr gefallen ist und Vieira kam dann am Ende des Tages als SBC. Da mache ich gerade aktuell so, ja, 100k Verlust, ist aber nicht so schlimm. Wir werden gleich natürlich auch eine Runde mit dem Team zocken, ist ja ganz klar. Kassiers habe ich die SBC gemacht, vielleicht noch dazu ein, zwei Worte. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen, als so coole Fun-Karte. Ist, denke ich, nicht der beste Toilet-Game. Das wird schon so ein Van der Sar und so ein Donnarumma beispielsweise sein. Einfach wegen der Größe. Er hält aber manchmal so unmögliche. Er lässt aber dann auch manchmal mögliche rein. Also ich habe ihn jetzt einfach mal gemacht. Hat er auch ein geiles Bild. Und ich feiere Ika einfach und passt halt gut in das Team. Ja, links habe ich noch Perisic. Der hat sich jetzt auch plus 3 abgehört. Also nochmal plus 1 heute. Die ganzen Foot-Fantasy-Karten haben sich heute nochmal geupgradet. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal schauen, ob ihr dann noch was habt. Und Eikepack habe ich auch noch gemacht. Da war Van Basten drin. Also ist nicht so, dass ich nicht spielen würde, aber irgendwie für YouTube-Content, es ist gefühlt sehr oft immer dasselbe. Soll ich euch jetzt mein 50. Icon-Pack hochladen? Klar, wenn ein guter gewesen wäre, hätte ich es euch gezeigt, aber sonst, ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass zum Tots da wieder ein bisschen was Neues kommt. Bestes Beispiel, gestern kam wieder eine Wundertüte. Klar, ist natürlich ganz nett mit der halt Wundertüte, aber ist irgendwie halt gefühlt dasselbe, was wir halt die letzten 15 Wochen haben. Findet ihr nicht auch? Ich weiß nicht. Das ist dann so, naja, mich persönlich packt es nicht so richtig ganz und dann will ich euch hier auch nichts Falsches erzählen und mich hier hinstellen und sagen, oh mein Gott, ist ja der absolute Hammer, sondern ja, dann denke ich, hole ich nochmal ein bisschen Luft für Tots und nimmt auf jeden Fall mal einen Vasquez hier mit. Leider keinen roten Bülter, den ich auf jeden Fall dieses Wochenende kriegen will. Nachdem ich schon keinen roten Ovejan und keinen roten Windheim von EA bekommen habe, wäre das eine absolute Frechheit. Das kann ich hier direkt schon mal loswerden, wenn ich den wieder nicht kriegen würde. Ja, und ansonsten, wir können ja noch ein paar Captain-Karten ziehen. Manche Leute fragen mich natürlich, würdest du jetzt schon Packs aufsparen für das TOTS? Kann man natürlich machen. Wie gesagt, TOTS kommt nächste Woche. Das ist tatsächlich von EA sogar auch schon bestätigt. Es ist kein Leak. Also nächste Woche Freitag kommt das Community Team of the Season. Das kann man ja auch aktuell wählen. In der Woche drauf, also Anfang Mai, kommt dann das Premier League TOTS. Ich würde wahrscheinlich fast dann sogar schon darauf warten. Community TOTS ist meistens nie so krass interessant. Premier League TOTS ist dagegen schon noch immer mal eine ganz andere Hausnummer. Das muss man fairerweise sagen. Von daher, also wenn, würde ich tatsächlich sogar dann vielleicht darauf warten. Aber das wäre mir zu lange. Ich würde es keine 2 Wochen warten. Ich würde dann vielleicht einfach nächste Woche anfangen zu sparen. Ich glaube, morgen kommt jetzt erstmal gar nichts mehr an Promo. Vielleicht bringen sie nochmal irgendwas zu mehr Spielen oder irgendeine Showdown-Karte oder was auch immer. Irgendwie sowas kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass
nochmal neue Karten in Packs kommen. Und ja, ab morgen würde ich dann wahrscheinlich anfangen, vielleicht ein paar Päckchen zu sparen. Heißt aber auch wiederum, dass der Markt ein bisschen steigen wird, denke ich. Der ist ja jetzt schon relativ hoch. Ich bin sehr gespannt, wie sich das nächste Woche entwickelt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass so 83er, 84er und so dann doch nochmal ein bisschen höher gehen, wenn du dann ein paar Packs machen kannst und sie dann sparen kannst. Und halt kaum jemand Packs zieht, ja, gleicherweise, weil halt keine Promo drin ist. Das hatten wir vor Team of the Year schon mal so ein ähnliches Phänomen. Schauen wir mal. Ich kann euch das alles ganz in Ruhe erzählen, weil meine Rivals-Rewards sind sehr PK-lastig, sagen wir es einfach mal so. Wir kriegen zumindest eine Info von ein paar 83er. Das ist ja absolut spitzenmäßig. PK habe ich jetzt doppelt untrade, ne? Das ist ja wunderbar. Komm, dann hauen wir den eben weg. Macht nichts. Ich plane tatsächlich, da weiß ich aber noch nicht, ob ich das machen werde, anstatt Perisic den Seedorf noch zu kaufen, den Moments, um den einfach mal zu. Wir hatten nicht einen Walker, was ist denn das? Im Ende noch ein 85er Cavani. Und 85er Reus. Ich sag mal, unten Fofana. Lul, wo kommt er denn her? Ich sag mal, 2,85er ist ja noch in Ordnung. Also, ich plane vielleicht noch Seedorf zu kaufen. Ich habe genug Coins jetzt. Noch mir gestern erspielt. Ihr seht es hier, der kostet so 365. Also, das wäre möglich, aber ich zocke jetzt erstmal Perisic, weil der neu ist. Und das Team habt ihr ja gesehen, wie immer in der Raute. Nochmal ganz kurz für euch zur Erklärung: Best ist natürlich Citroën, Mbappé, Euse, Sturm. Perisic habe ich jetzt LZM, Zidane, RZM, Vera, ZDM. Und das ist natürlich, der Rest ist absolut typisch. Dann würde ich mal sagen: Rein geht's. Auf geht's, eine Runde Rivals. Was zitterst denn so mit Prime Pelé, Lacazette, Mbappé, Neymar? Ja, sieht knackig aus, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob wir mit unserer Star-Traummannschaft hier trotzdem gewinnen können. Muss eigentlich. Also, Team ist trotzdem deutlich besser eigentlich. Und da haben wir direkt den ersten Angriff über Perisic. Hat ja jetzt 95 Pace. Also, wie gesagt, nochmal ein echt gutes Upgrade bekommen. Das ist Mbappé. Und er knallt das Ding erstmal aus 5 Metern neben das Tor. Das geht ja schon mal sehr gut los hier, Kilian. Da haben wir aber George Best, die neue Icon. Gegner muss den Torwart. Ja, also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich habe nicht gezittert, Gegner. Warum hast du denn so gezittert? Wir machen nochmal ein schnelles, ne? Dann hoffentlich jetzt ein bisschen länger. Lewandowski. Ja, Marco Reus, den habe ich noch gar nicht gespielt. Gold Walker ist natürlich ein bisschen ambitioniert, würde ich sagen. Denayer ist natürlich krank, wahrscheinlich auch auf 8 Chemie. Messi wants to watch noch auf 8 oder auf 7, glaube ich. Ist okay, würde ich sagen, aber auch nicht das krasseste. So, auf geht's. Erster Angriff über George Best. Gehen wir nochmal nach hinten. Perisic kommt mit. Jo, Perisic macht das richtig gut. Ich glaube wirklich, dass das eine absolut kranke SBC war, dieser Ivan Perisic. Kostet ja nur 100, 160k oder so. Jetzt mit einer 92, 4 und 5 Sterne. Hat er sehr gut gemacht. Mbappé schießt ihn dann natürlich rein. Da ist wieder Perisic. Und ja, der haut das Ding einfach mal wieder rein. Hat der Gegner nicht so gut verteidigt. 5 Sterne Weak Foot. Also die ganzen Icons hin oder her. Bisher Perisic der beste Mann auf dem Platz. Das muss man tatsächlich auch sagen. Deswegen habe ich halt auch noch keinen Seedorf geholt. Weil ich glaube tatsächlich, dass Seedorf gar nicht mal so viel besser ist. Das müsste, glaube ich, abseits gewesen sein. So sieht's aus. Weil schon alleine nochmal die 5 Sterne Weak Foot, das Pace und so, da ist Perisic wirklich so brutal gut mittlerweile. Das ist schon echt krass. Hier geht nochmal Zidane. Von dem haben wir noch nicht so viel gesehen. Aber der musste sich auch noch nicht so viel zeigen. Schauen wir mal, ob wir vielleicht einen schönen Finesse machen können. War der rot getimed? Oder sah das nur so aus? Oder hat er den jetzt einfach rot, trotz rotem Time-Finish einfach reingeknallt? Also man merkt, dass das Team relativ gut ist, ja. Ich spiele ja immer gerne ein bisschen mit dem Team, ein bisschen dann auch was Kreativeres auf dem Zweitkanal, auf dem Zweit-Account, den ich ja habe. Aber hin und wieder müssen wir die auch mal dann spielen lassen. Und wie soll ich sagen? Gar nicht so schlecht. Da merkt man schon, dass das sehr gute Icons sind. Na, hat er gut gemacht, der Gegner. Wer war es am Ende? Marco Reus trifft sogar mit links, aber mit einem krassen Schuss, muss man sagen. Der hat den richtig da reingeschweißt. 3 zu 1. Unten geht Zidane. Auf geht's. Zidane. Oh, als ob der den hält. Komm, Zidane. Pfeilrückzieher. Junge, wie der hier zaubert, der Zidane.
Das ist ja so awesome, das ist ja so geil, ohne Spaß. Deswegen liebe ich solche geilen Icon-Karten. Ich muss nicht vielleicht unbedingt immer R9, Pelé und Cruyff und so spielen. Sie dann zocken halt vergleichsweise wenig, aber die sind trotzdem so nice spielbar dieses Jahr. Ja, halt seht ihr hier, der hat schon wieder irgendwas Magisches. Kinder, kommt hier wieder mit einem Stand-Elastiko. 4 zu 1, das werden wir wohl sicher nach Hause bringen hier. Oh, jetzt geht mal George Best mit der Nummer 10. Komm, Best, Junge. Oh ja, das macht er überragend, der George Best. Das ist einfach stark. Da sieht man einfach seine Qualität, finde ich. Oh, nochmal Zidane. Oh, Junge. Der geht so ab gerade in dem Spiel. Das ist so ohne Spaß mit Abstand sein halt bestes Spiel, was der macht hier bei mir. Alleine seine ganzen Schüsse. Zwei Tore hat er auch schon gemacht. Einfach ehrlich überragend. Den macht ja nochmal eins. Wieder Marco Reus, ne? 5 zu 2. Naja, okay. Und das war's dann auch mit dem Spiel. Ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen, dass wir das eine Game zumindest noch gemacht haben. Eigentlich hat zwei, aber das eine richtige hier. Man konnte, glaube ich, sehen, das Team ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, sehr, sehr geil. Ich werde wahrscheinlich jetzt die ganze WL nochmal damit spielen. Das auf jeden Fall, wenn ihr das sehen wollt, schaut natürlich gerne live auf meinem halt Twitch-Kanal vorbei. Da werde ich die streamen. Wahrscheinlich morgen sogar. Genau, morgen Nachmittag. So eigentlich der Plan. Dann zocken wir die zu Ende. Ich plane eigentlich vor 19 Uhr zu Ende zu spielen, damit ich nochmal die Rewards ziehen kann jetzt zu der Promo. Weil ich denke, wie gesagt, morgen kommt nichts. Dann werde ich, denke ich, alles verkaufen, damit wir so 5, 6 Millionen haben für TOTS. Da mache ich wieder genug Upgrade-Packs und so weiter und so fort. Da kommt kreativer Content. Wir können so viele Karten testen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da habe ich dann noch genug Münzen übrig. Wollte jetzt einfach diese Woche nochmal nutzen und ein paar von den besten Icons testen. Ja, Zidane war in dem Spiel wirklich 10 von 10. Der hat richtig Bock gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao. Und lasst ein Like da.